Montag ist Montag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, denn bei uns, bei Höffner, gibt es heute wieder tolle neue Produkte. Und was mir richtig viel Spaß macht, ist, wenn ich Ihnen nicht nur Produkte zeigen kann, sondern wenn wir auch mit den Produkten arbeiten können. Und das ist heute der Fall, denn wir haben ein Kochset von Meisterkoch heute da. Damit kochen wir auch ganz tolle Sachen heute. Und eine Meisterköchin habe ich hoffentlich auch neben mir. Hallo Julia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, vor allem, dass ich nicht alleine kochen muss heute, weil wenn so ein bisschen was schief geht, kannst du mir zumindest so ein bisschen helfen. Beziehungsweise ich überlasse dir das und ich schaue einfach zu. Na, wir schauen mal. Julia, was machen wir denn heute Schönes? Pasta werden wir selber zubereiten. Mhm. Dazu einen kleinen Salat, eine Soße, also alles, was wir brauchen. Prima. Und das Schöne ist an den Meisterkoch-Produkten, die wir heute da haben, es gibt wirklich unglaublich viel im Sortiment. Ich erzähle Ihnen das nur ganz kurz und dann fangen wir auch schon an mit Arbeiten. Es gibt hier zum Beispiel eine ganz tolle Pfanne, wir haben Kochtöpfe, wir haben Schüsseln. Dann haben wir eine Nudelmaschine, die werden wir auch benutzen heute. Auf jeden Fall. Denn wir machen Pasta selber. Es gibt Schneidebrettchen, Messer, ein Mörser, also alle möglichen Sachen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit der Pasta. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe noch nie Pasta gemacht. Das ist ganz einfach. Echt? Da fängt schon beim Teig an, Mehl, Wasser, Salz und das war's schon. Ach, das war's schon? Ja, okay. Ganz einfach. Du hast da schon ein bisschen vorgeknetet. Ja, genau. Ich habe das schon einmal vorbereitet, weil ich dachte, dann können wir gleich zum spannenden Teil übergehen und die Pasta selber ausrollen. Prima, dann wollen wir das machen? Ja, gerne. Okay, Julia, was machen wir jetzt? Wir portionieren erstmal den Teig, nehmen dann das Stück, kneten das nochmal ein bisschen. Okay. Und dann ist es wichtig, hier siehst du eine Öffnung, die du auch mit dem Rädchen sozusagen einstellen kannst, variieren kannst, wie breit möchtest du sie haben. Wir fangen mit der weitesten Stufe an und dann den Teig hier leicht platt drücken. So, und ich mache ein kleines bisschen Mehl hier drüber, damit uns der Teig sozusagen hier nicht anklebt. Genau, und dann würde ich dich bitten, dass du hier kurbelst, während ich hier den Teig durchlasse durch die Öffnung. Genau. So, ich halte mir oben fest, dann geht es besser. Sehr gut, kräftig kurbeln und dabei haben wir schon das erste Teil. Ah, so, und jetzt müssen wir das einmal enger stellen. Genau, einmal enger. Das heißt, ich ziehe das einfach nur hier raus und gehe zwei Stufen kleiner. Genau, richtig. Jetzt wieder durch. Und vorher würde ich das auch noch mal ein bisschen mehlen. Okay. Geht ja wirklich super easy, ne? Ja. So, und nochmal. Jawohl. Genau, und dann merkt man schon, wie der Teig immer dünner wird. Ja, absolut. Und vor allem ohne selbst zu rollen. Genau. Okay, so, jetzt bin ich auf der Stufe 5 und was meinst du, jetzt gehe ich auf 7, oder? Ja, richtig. Okay, ein bisschen mehr. Genau, gerne auch hier noch einmal ein bisschen rüber. Ja. So, hervorragend. Okay. Und dann ein letztes Mal. Mhm. So, und der Teig wird immer dünner, es lässt sich auch viel einfacher jetzt drehen. Super dünn. So, und schon ist es fertig. Und man kann vor allem bei der Familie angeben, bei Freunden angeben, ich habe die Pasta selber gemacht. Ganz genau. Aber das ist noch keine Pasta, ne? Nee, das ist richtig. Jetzt kommen wir nämlich zu dem wirklich spannenden Teil. Du kannst wählen, was für eine Pastaart du haben möchtest. Ah, und hier sieht man ganz gut, es gibt einmal so breitere Schlitze, das ist wahrscheinlich so eine Tagliatelle. Mhm. Oder halt eben diese schmalen Schlitze für Spaghetti. Genau. So, Julia, was machen wir? Tagliatelle oder Spaghetti? Tagliatelle, würde ich sagen. Okay. Dazu musst du genau einmal die Kurbel nehmen. Einfach rausziehen? Ja, einfach rausziehen. Ah, und hier rein. Genau. Das ist ja super easy. So, und jetzt müssen wir einmal die Plätze tauschen. Genau. Weil ich würde dann gleich weiterdrehen. Jetzt bin ich einmal so. Das macht Spaß. Ja, jetzt bin ich einmal so drin. So, du hältst es hier rein. Ein bisschen eingemäht haben wir es auch schon. Und ich drehe jetzt ganz einfach. Ja, genau. Einfach drehen. Hat es das gefasst? Ja, sehr gut. Super easy. Also, ich muss wirklich sagen, das macht total Spaß. Und tada! Und wir haben Tagliatelle. Wunderschöne, gleichmäßige Tagliatelle. So. Dann ist die schon mal fertig. Was machen wir damit? Trocknen oder legen wir die irgendwo ab? Du könntest einen Teil davon trocknen, auch für später. Kann man auch super verschenken natürlich. Sehr gute Idee. Übrigens, wie Sie das natürlich bei uns gewöhnt sind, es gibt das Rezept online im Magazin. Die Tagliatelle, wie du gerade gesagt hast, kann man prima verschenken und man kann die auch einfärben. Es gibt da verschiedene Färbeutensilien. Genau, ganz natürliche. Ja, genau. Rote Beete, Spinat. Mhm. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Und dann die Maschine zusammen mit selbstgemachten gefärbten Nudeln verschenken. Ich sag Ihnen, das ist ein einzigartiges Geschenk. Okay, dann legen wir die erstmal zur Seite. Genau. Und machen uns jetzt an die Soße. Die Soße, genau. Prima. So, dann stelle ich das mal zur Seite. Und das hier auch, denn die Pastamaschine brauchen wir ja nicht mehr. Und für die Soße haben wir uns jetzt was relativ Einfaches, aber auch Mediterranes ausgedacht. Wir haben einfach Olivenöl. Wir haben hier schon ein paar Zwiebeln geschnitten. Wir haben ein paar Tomaten auch schon gewürfelt und fertig in der Schale.
Dann haben wir ein paar schwarze Beluga-Linsen abgekocht hier drin. Und dann, um dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, so ein Pfiffen, was Besonderes zu geben, haben wir hier noch ein paar frische Himbeeren. Die sind dann später für den Salat. Aber wir fangen erstmal mit der Soße an. Würde ich mal bitten, das Brett einmal rüberzunehmen. Genau. Und dann gern auch die Tomaten einmal. Da würden wir uns einfach eine Handvoll sichern. Legt die ruhig an die Seite hier aufs Brett. Ja, noch eine. Genau so, super. Mhm. Und dann geht es jetzt nämlich tatsächlich mit der Soße weiter. Das heißt, erstmal ein bisschen Öl erhitzen. Genau, und dann geht es weiter mit den Zwiebeln. Ja, die haben ja schon schön geschnitten. Genau. Und dann brauchst du die Tomaten, oder? Genau, obwohl, aber erstmal anfarben. Genau, gern erstmal ein bisschen die Zwiebeln quasi anschwitzen. Ich mag ja so einfache Soßen. Ich bin jetzt gar nicht mal so ein großer Fan von Fertigsoßen schon mal gar nicht. Aber auch, ich mag halt so Mehlsoßen auch gar nicht. Ich finde das eigentlich super lecker, wenn man frisches Olivenöl hat. Ein paar frische Zwiebeln, es gibt schon so viel Geschmack. Man kann natürlich auch ein bisschen Knoblauch reinmachen. Ja, super gerne. Getrocknete Tomaten, es gibt dem Ganzen einfach richtig tollen Geschmack. Genau, dann leicht Salz, Pfeffer und schon hat man eine schöne Soße. Genau. Die Produkte von Meisterkoch, liebe Zuschauer, sind wirklich Profigeräte, also ganz hochwertig beschichtet. Julia, du hast ja auch hier diesen Pfannenwender, ist auch von Meisterkoch. Also es gibt wirklich eine ganze Serie davon. Natürlich können sie auch alles in den Geschirrspüler reinpacken, muss man hinterher nicht abwaschen. Und man kann wirklich großartige Sachen damit zaubern. Was ich zum Beispiel ganz angenehm finde, ist hier der Silikongriff. Ja. Also da habe ich oft das Problem, dass ich mich leicht verbrenne und da besteht hier nicht die Gefahr. Das stimmt, weil es ihm einfach die Wärme nicht leitet. Genau. So, unser Herd ist schon ordentlich hier am Dampf machen. Und jetzt können auch gerne schon die Tomaten mit rein. Ja, sehr gerne. Jetzt können wir alle reinmachen. Ja. Ich warte auf den Tag, wo es Duftfernsehen gibt, weil es riecht jetzt schon absolut super lecker. Hier machen wir ein bisschen Platz. Das stimmt. So, und jetzt würde ich sagen, können wir von beiden Seiten gerne ein bisschen salzen und pfeffern. Sehr gut, das haben wir natürlich auch da. Und ich könnte eigentlich die Tomaten schon mal schneiden für unseren Salat. Das ist richtig. Ich gebe dir direkt das Messer. Super. Und dann einfach fütteln, würde ich sagen. Perfekt. Übrigens, super, super scharfe Messer von Meisterkoch. Es geht wirklich durch wie Butter. Also wenn ich hier diese kleinen Tomaten habe, ich brauche noch nicht mal Druck. Es geht wirklich super easy. Die Brettchen haben eine total schöne Farbe. Julia, was ist das für ein Material? Walnussholz. Ah, wow. Also auch gleichzeitig dekorativ. Mhm. Bei den meisten Brettern, wie hier drüben zum Beispiel, ist auch ein leichtes Loch zu sehen. Mhm. Das heißt, man kann es auch an die Wand hängen. Super schön. So, ich bin mit meinen Tomaten auch schon fertig. Die Soße kann so langsam vor sich hin köcheln. Dann können wir uns eigentlich um unsere Pasta kümmern. Und was ich gar nicht wusste, frische Pasta kocht ja total schnell. Wie viele Minuten muss die denn ins Wasser? So 2-3 Minuten und dann ist es schon fertig tatsächlich. Ja. Sehr viel schneller. Denn gekaufte Pasta, die ist natürlich getrocknet. Da braucht man meistens so 10 Minuten, ne? Je nachdem, bis sie al dente ist. Aber das geht super schnell. Genau, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, das Wasser auch zu salzen. Mhm. Ganz kleinen Schluck Öl muss auch noch mit rein. Kannst du gerne machen. Und dann, sobald es blubbert, kommt die Pasta rein. Aber fängt schon an mit blubbern, schau mal. Unsere Soße sieht aber auch schon ganz schön lecker aus, ne? Dann ist sie ja fast fertig. Da gibt es noch einen kleinen Trick, den ich dir jetzt verraten werde. Okay. Und zwar kann man gerne was von dem Wasser nehmen, von dem Nudelwasser. Ah. Ganz leicht abschöpfen mit der Tasse. Mhm. Und dann einfach über die Soße rüber. Ah, damit das so ein bisschen bindet und wir noch ein bisschen mehr Flüssigkeit haben. Genau, ein bisschen mehr Flüssigkeit. So, und dann machen wir die Pasta gleich hier rein. Genau. Okay. Alles klar. Sehr gut. Schön einmal verrühren. Ja. So, dann geht's zum Salat, oder? Genau. So, wir haben ja schon ein paar Salatblätter ordentlich abgewaschen, abgetropft und hier in unsere schöne Schale hineingegeben. Genau. Wie geht's jetzt weiter? Hier sehen wir schon unsere Zutaten. Mhm. Das wären einmal Tomaten, die du ja schon zerkleinert hast. Ja. Dann Himbeeren, gewisse süße, frische. Mhm. Unsere Linsen, ja? Da könntest du mir auch gerne helfen und einfach schon mal ein paar reinmachen. Mhm. Parmesan wahlweise für den Salat oder die Pasta, kann man bei beidem gut dazu verwenden. Okay. So, und ich hatte ja vorhin hier schon ein paar Haselnüsse vorgestoßen. Das ist zum einen natürlich super dekorativ. Oh genau, kannst du gerne noch mal ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen kleiner. Dann würde ich mit dem Rest weitermachen hier. Das geht doch echt super easy mit dem Mörser, ne? Ja. Ich habe das sonst immer geschnitten auf dem Brett, aber dann spritzen die Haselnüsse immer so weg und so geht es wirklich super einfach. Ich mache hier immer schon die Vinaigrette rüber. Sehr lecker. Sieht toll aus. Und dann würde ich einmal kurz verrühren. Ja. Und dann kannst du super gerne schon ein paar von den... Ja, mache ich einfach so mit rein, ne? Mit der Hand. Genau. Das
gibt übrigens auch von Meisterkoch eine Waage, die haben wir hier mal platziert. Also auch wirklich perfekt zum Abmessen, wenn es um Mehl geht. Hast du wahrscheinlich bei deiner Pasta heute früh auch gemacht. Damit man auch wirklich alle Zutaten perfekt hat und es auch schmeckt. So, reicht das? Ja. So, dann sind wir ja eigentlich fast fertig. Und ich würde sagen, wir richten jetzt mal ein Gericht richtig schön an auf dem Teller. Und währenddessen haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich alle Meisterkochprodukte etwas genauer anzuschauen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Während Sie die Meisterkochprodukte noch mal etwas genauer anschauen konnten, haben wir die Möglichkeit genutzt und haben ein bisschen sauber gemacht, denn wir haben ordentlich rumgesaut heute. Aber das gehört eben auch zum Kochen dazu. Ein ganz wichtiges Detail gibt es natürlich noch, und zwar der Preis. In der Aktionswoche haben Sie die Möglichkeit, alle Meisterkochprodukte zu einem Rabatt von 20% zu erwerben, also 20% auf alles. Wie zum Beispiel diese tolle Pfanne oder natürlich auch hier die Rührschüssel. Mein Lieblingsprodukt, die Salatschüssel, weil ich die wirklich auch richtig stylisch und schön finde. Und natürlich auch der Mörser, mit dem ich heute auch den ganzen Tag gearbeitet habe. Aber wir haben ja auch noch mehr Messer, ne? Genau. Was ich besonders wichtig finde, ist, mit dem richtigen Produkt zu schneiden. Also zum Beispiel ein Fleischmesser oder auch zum Hacken, da hinten ein extra Hackmesser, was einem die Bearbeitung definitiv erleichtert. Dann natürlich auch die Brettchen, die wirklich wunderschön sind. Und du hast die tolle Schürze an, die kann man natürlich auch kaufen, ne? Na klar, also wie man sieht, auch definitiv in Gebrauch. Heute voller Mehl und auch auf alle Sachen 20%. Ja, liebe Zuschauer, also mir hat es heute auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute Ihnen die Produkte zu zeigen. Und natürlich hat es mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu kochen. Julia, ganz herzlichen Dank. Danke für deine Hilfe. Und ich würde sagen, wir lassen es uns auch jetzt gemeinsam schmecken. Eine sehr gute Idee. Hast du Gabeln da? Na, hier. Oh, die können wir gleich mal kosten. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Denn Montag ist Wohntag. Es gibt tolle Produkte bei Höffner. Mir macht es viel Spaß, die Ihnen vorzustellen, die auch zu benutzen. Und ja, schalten Sie nächste Woche wieder rein. Bis dahin, machen Sie es gut. So, mal kosten, ob das schmeckt auch. Mmh, lecker. Und toll. Mmh. Richtig gut. Mmh.